der heutigen Podcast-Episode rede ich ausführlich über den wichtigsten Ranking-Faktor in 2020 und für die gesamte Zukunft, nämlich User Signals. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Episode. So, servus und willkommen zurück zu der 29. Folge des Marketing Hub Podcasts. Heute werden wir eine richtig geile Podcast-Episode haben, denn es geht um den wichtigsten Ranking-Faktor in 2020 und der gesamten Zukunft, nämlich User Signals. Bevor ich über User Signals spreche, will ich allerdings über den bisherigen wichtigsten Ranking-Faktor sprechen, nämlich Backlinks, und will da so eine kleine Geschichte zu erzählen. Nämlich sollte man als erstes verstehen, wieso Backlinks damals in so eine unglaublich krasse Revolution, kann man fast schon sagen, waren, in Augen von Suchmaschinen. So, man muss zunächst einmal verstehen, dass Google ein Aggregator ist und Googles Aufgabe ein Aggregator von Webseiten im Internet. Und Googles Aufgabe jetzt ist, diese Seiten einzuschätzen und entsprechend dann, wenn ein Sucher eine bestimmte Suchanfrage hat, denen dann das beste Suchergebnis zu zeigen. Damals waren Backlinks halt sowas unglaublich Krasses, dieser PageRank-Patent, weil man jetzt zum ersten Mal Seiten zeigen konnte oder Seiten bewerten konnte, basierend darauf, wie ein Benutzer eine Seite fand. Ein Backlink ist ja nichts anderes als ein Votum abzugeben, hey, ich finde diese Seite cool, diese Seite erweitert vielleicht sogar meinen eigenen Inhalt, deswegen verlinke ich da drauf. Deswegen muss man erstmal sich bewusst machen, dass Backlinks eigentlich so die User Signals vor 10, 20 Jahren waren. Und deswegen war damals so eine richtig krasse Revolution, weil damals war es halt eben nicht wichtig, einfach nur die Keywords in seinen Content reinzupacken, sondern zum ersten Mal konnte man jetzt eine Suchmaschine auf einem Algorithmus aufbauen, der wirklich darauf basiert hat, wie die Nutzer quasi Inhalte bewertet haben. Das Problem hierbei ist natürlich so, dass Backlinks gar nicht mehr im 2020 gerecht sind, weil wir halt in der Mobile-First-Welt leben und da eben unser Interesse an einem Inhalt nicht mehr dadurch ausdrücken, dass wir auf die Seite verlinken von unserem Handy oder so aus, sondern im besten Fall auf Social Media oder so teilen. Und deswegen drücken Backlinks halt eben im 21. Jahrhundert nicht mehr das Interesse daran, dass ein Inhalt schön ist, sondern es ist ein ganz andere Faktoren. Plus es kam halt noch dazu, dass Backlinks eben etwas ist, was man leicht faken konnte, beziehungsweise einfach ausnutzen konnte, weil dann die ersten Leute so schlau waren und dann eben PBNs aufgebaut haben und so dann eben das ganze System von Backlinks eigentlich zerstört haben. Also worauf will ich hinaus? Backlinks sind halt jetzt nicht mehr in 2020 so das, was sie damals waren. Und Google sieht das natürlich. Und Googles Aufgabe hat sich ja über die Zeit nicht verändert. Googles Aufgabe ist es bis jetzt immer noch, die besten Suchergebnisse den Suchern zu zeigen. Und das sieht halt Google, dass Backlinks eben im 21. Jahrhundert gar nicht mal mehr wirklich relevant sind und muss da entsprechend neue Ranking-Faktoren suchen, anhand man denen jetzt festmachen kann, wie gut ein Inhalt ist. Und das ist jetzt nicht on-page, also nicht wie oft eine Seite ein bestimmtes Keyword in Meta-Informationen oder im Content hat oder nicht technical, wie technisch sauber die Seite aufgebaut ist und keine Ahnung, wie schnell sie lädt, sondern das macht Google sehr stark an den User-Signals fest. Ist ja auch vollkommen verständlich, weil User-Signals letzten Endes dann doch irgendwie so die schlauste Art und Weise zu messen ist, wie zufrieden letzten Endes ein Benutzer von einem Suchergebnis war. Das Problem hierbei ist, dass diese User Signals nur schlecht so in der Skalierung zu bewerten sind, weil halt jedes einzelne Keyword, jede einzelne Suchanfrage so seine eigenen User Signals mit sich bringt, also die eigene Bewertung, was gut und schlecht ist. Und so kann man User Signals eben nur schlecht pauschalisieren und sagen, hey, eine niedrige Bounce Rate ist gut und eine lange Dwell Time ist auch gut.
Das ist eine Aufgabe, die Google selbstverständlich auch sich nimmt. Und deswegen ist es schwierig, da jetzt irgendwie zu sagen, dass bestimmte User-Signals gut oder schlecht sind. Und deswegen rede ich vielleicht jetzt erstmal über diese einzelnen User-Signals, gebe so meine Meinung ab, wie Google das Ganze eigentlich einschätzt. Und ja, nachher erzähle ich dann auch nochmal vielleicht ein bisschen praktikabel, wie man denn die User-Signals auf seiner eigenen Seite verbessern kann, beziehungsweise auch messen und vergleichen kann mit der Konkurrenz. Das ist ja auch so eine Frage, die extrem spannend ist. So, das ist zwar schön, dass ich bei mir in Analytics sehe, dass meine User 3 Pages per Session haben und keine Ahnung, im Durchschnitt 5 Minuten auf meiner Seite sind, aber was bringt mir das, wenn ich nicht weiß, wie es bei der Konkurrenz aussieht? Aber ja, als erstes rede ich mal so ein bisschen über die einzelnen User-Signals und gebe dann so mein Voting ab, wie wichtig ich die als Ranking-Faktor ansehe. So, das Erste, was einem einfällt, ist die Bounce Rate. Bounce Rate, finde ich, ist ganz schwierig einzuschätzen. Also, na klar, wenn die Bounce Rate brutalst hoch ist, ist das in der Regel ein Zeichen dafür, dass irgendwas mit der Seite nicht stimmt und das Suchergebnis nicht ganz übereinstimmt mit der Suchintention vom User. Es kann aber auch eine Million andere Gründe haben, zum Beispiel, dass eben eine Frage mit einem Satz beantwortet werden kann. Gut, in der Regel würde da dann halt ein Featured Snippet stehen und nicht ein organisches Suchergebnis. Oder zum Beispiel, dass eben eine Seite nur als Übergangsseite dient, um halt eben direkt auf eine andere Zielseite zu klicken. Sprich, da wäre sogar eine hohe Bounce Rate eigentlich sogar gut, wenn das Ziel ist, auf eine andere Seite zu verlinken. Und von daher kann man das nicht so ganz pauschalisieren. Ich könnte jetzt nur schwer sagen, hey, wenn meine Bounce Rate 90% ist, dass das jetzt gut oder schlecht ist. Natürlich sollte man schon in der Regel darauf achten, dass die Bounce Rate niedrig ist, aber wie gesagt, man kann es nur schwer pauschalisieren. Dwell Time wäre jetzt das nächste, was mir einfallen würde. Auch hier in der Regel wird man jetzt denken, hey, eine lange Dwell Time ist jetzt was Gutes. Kann man mehr oder weniger pauschal auch so zustimmen. Wenn jetzt ein Leser sich wirklich einen ganzen Text durchliest und wirklich lange auf der Seite bleibt und im besten Fall sich jetzt noch auf andere Seiten durchklickt und lange auf der Seite bleibt, ist das in der Regel natürlich ein Zeichen für Google, hey, die Seite hat wirklich gute Inhalte, das stimmt wirklich gut und deswegen zeigen wir es in Zukunft jetzt noch mehr Usern. Aber auch hier, so wenn die Aufgabe von der Seite ist, eben mal schnell eine Frage zu beantworten, dann ist eine niedrige Dwelltime auch vollkommen legitim. Als nächstes Pages per Session. Jetzt wird es schon so langsam so ein bisschen heißer, sage ich mal, also interessanter. Pages per Session ist schon vor allem bei Medienunternehmen ein richtig guter Indikator, dass eine Seite wirklich spannende Inhalte hat. Deswegen je mehr, desto besser kann man da, glaube ich, schon behaupten. Gut, das Problem da ist halt, das bewertet natürlich die ganze Domain und nicht jetzt einen einzelnen Unterartikel. Von daher ist es jetzt schwierig zu sagen, nur weil die Pages per Sessions hoch sind, rechtfertigt das doch nicht, dass jetzt ein einzelner Artikel besonders toll ist. Aber anscheinend stimmt auch hier irgendwie was bei der Seite. Und pauschal kann man sagen, hey, je höher Pages per Session, desto besser. Jetzt zu den zwei User Signals, die ich am interessantesten finde, die man bis heute leider noch nicht tracken kann, traurigerweise, die aber wirklich wichtig sind. Nämlich die Back-to-SERP Rate und die Last-Click-Rate. Back-to-SERP Rate, was ist das überhaupt? Back-to-SERP Rate ist die Rate, die Anzahl an Besuchern, die auf deiner Seite waren und dann eventuell nicht glücklich mit dem Suchergebnis waren und dann wieder sofort die dann wieder zurück auf die Suchergebnisseite klicken, um dann entsprechend ein anderes Suchergebnis einzugeben oder vielleicht ihre Suchanfrage zu überarbeiten. In der Regel kann man hier sagen, wenn die Back-to-SERP Rate hoch ist, dann ist das Ergebnis nicht gut. Last Click ist was ziemlich ähnliches, nämlich jetzt das, ich sag mal, umgekehrte positive Beispiel. In wie vielen Fällen aller Besucher jemand, nachdem er sich deine Seite angeschaut hat,
wirklich zufrieden war und es in den Last Click, also in den letzten Klick, resultiert hat und er entsprechend nicht zurück auf die Suchergebnisseite gehen musste, um andere Ergebnisse sich anzuschauen. Auch hier denke ich mir, so kann man es wieder nicht pauschalisieren, weil es kann halt eben sein, dass ein Thema so komplex ist, beziehungsweise so facettenreich, dass man sich als Leser eben 3, 4 oder 5 verschiedene Inhalte eben einfach durchlesen will und das vollkommen legitim ist. Von daher kann man da jetzt nicht sagen, dass da es eben schlimm ist, wenn jemand zurück auf die Suchergebnisseite klickt. Allerdings kann man auch hier ähnlich wie bei Bounce Rate, Dwell Time, Pages per Session schließen, dass hey, eine niedrige Back-to-Serp Rate beziehungsweise eine hohe Last-Click Rate schon auch hier wieder ein Indikator dafür ist, dass mit dem Suchergebnis anscheinend wirklich was gut ist. Also zunächst einmal, wie messe ich überhaupt diese User Signals? Also Bounce Rate, Dwell Time und Pages per Session kann man alles in Google Analytics einsehen. Back to SERP Rate oder Last Click Rate jedoch nicht. So, und das ist sehr schlecht, das ist sehr blöd, weil das sind wirklich so Metriken, so der ganze Schrott, der mir bei Analytics angezeigt wird, interessiert mich ja eigentlich nicht. Das wären halt wirklich die Dinge, die mich wirklich interessieren. Allerdings werden die nicht angezeigt. Plus, was natürlich auch genauso blöd ist, ist, dass man seine Daten nur schlecht mit der Konkurrenz vergleichen kann. Das habe ich ja am Anfang des Podcasts bereits erwähnt. Das ist zwar schön zu wissen, dass man eine Dwelltime von 5 Minuten hat, hört sich auf Blatt Papier eigentlich ganz gut an, aber wie kann ich denn jetzt sicherstellen, dass ich die höchste Dwelltime bzw. die beste Dwelltime im Vergleich zur Konkurrenz habe? Weil da sehe ich halt nicht ein, was für eine Dwelltime eben andere Konkurrenten haben. Das ist sehr blöd. Da würde ich mir halt wünschen, dass das in Zukunft irgendwie einsichtbar wird, weil das ist halt das Schöne, zum Beispiel bei den Backlinks, da holst du halt Ahrefs raus, so, und bis auf ein paar PBNs, die verdeckt werden, ist es halt alles sehr transparent und man weiß halt ganz genau, wie die Konkurrenz jetzt gerade so aufgestellt ist. Und das finde ich andererseits wiederum ziemlich interessant, weil das eben dann ein bisschen den kreativen Part des SEOs anstrengt, anreizt. Weil SEO ist ja eigentlich sehr viel mit analytischem Denken und einfach logischen Patterns nachzuvollziehen. Aber da, sage ich mal, setzt der kreative Part dann ein, wirklich mal sich Suchergebnisse anzuschauen, vielleicht Seiten wirklich durchzulesen und sich dann einfach mal intuitiv die Frage zu stellen, hey, was finde ich jetzt geiler? Hier die eine Seite von Business Insider oder vielleicht auch den anderen Blogartikel von CNBC. So. Das ist natürlich alle, also auch hier ist es dann natürlich viel subjektives Empfinden, aber ich glaube schon, dass man an gewissen Punkten eine bessere User Experience festmachen kann. An der Stelle vielleicht gerade eine Methode, wie man eventuell seine User Signals vergleichen kann, ist durch Google Ads, lustigerweise, weil da wird ja sogar angezeigt, ob die Click-Through-Rate durchschnittlich, überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich ist. Und dann wird ja nochmal ein kleines Feedback zu den User Signals gegeben, wie gut die sind. Und man hat ja auch nochmal den Quality Score von 1 bis 10. Von daher denke ich mir, ist das sogar eine sinnvolle Maßnahme, um eben so ein kleines, also gut, das sind halt ein paar Worte von Google. Ich weiß jetzt nicht, wie aussagekräftig die Worte sein werden, aber um eben mal ein Feedback direkt von Google zu bekommen, wie gut denn die Seite letzten Endes ist. Und vielleicht auch jetzt hier an der Stelle einfach so Feedback von den Kunden einzuholen, ist ja natürlich genauso wichtig. Das ist so ein Punkt, den die meisten Leute eben nicht machen. Und da kann man eben so was Kleines machen, wie diesen Hotjar Poll Widget auf seiner Seite zu installieren. Und da dann eben die Besucher mal zu fragen, hey, wie zufrieden seid ihr mit der Seite? Gibt es irgendwelche Dinge, die wir verbessern könnten oder nicht? Und letzten Endes sind ja die User die Leute, deren Meinung halt zählt. Und da empfehle ich dann halt echt an der Stelle so mit so Tools wie Hotjar oder so zu arbeiten und allgemein den Kontakt zu den Lesern zu suchen, um da halt besser nachvollziehen zu können, was sie wollen. Denn das führt mich jetzt zum nächsten Punkt. Wie verbessert man eigentlich User Signals? Ich sag's mal so, indem man sich die Suchintention ganz genau anschaut, wirklich mal überlegt, was ein User denn eigentlich von einer Seite will und
das dann einfach so gut wie möglich zu erfüllen. Dazu habe ich ein ausführliches YouTube-Video bereits erstellt, nämlich das YouTube-Video Suchintention verstehen und verbessern. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen, wird sicherlich in den Podcast-Notes verlinkt sein. An der Stelle einfach verstehen, was sind denn unterschiedliche Suchintentionen, wie kann man die einkategorisieren, das dann mit der Konkurrenz abzugleichen. Kann es vielleicht sein, dass die Top 3 Ergebnisse alle irgendwie vom Konzept her gleich sind und deswegen so gut ranken und eben genau die Suchintention zu perfektionieren und genau, also da dann einfach sich Mühe zu geben und Wert darauf zu legen. Was ich immer schön finde, ist, wenn Leute intuitiv Thesen aufstellen, dann diese These mit einem A-B-Test oder so, das ist der erste Schritt. Die Intuition sagt mir, hey, wenn ich das und das mache, wird das und das besser. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt hier die Display-Ads abschalte auf meiner Seite, dann wird entsprechend die Dwell-Time und die Dwell-Time höher und die Bounce-Rate niedriger. Das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber sicherlich wird es auch viele Kleinigkeiten geben, die man verbessern kann. Dieses Beispiel jetzt mit einem A-B-Test einfach so festzuhalten und dann die Intuition mit Daten abzugleichen und dann zu sehen, hey, tatsächlich, meine These war richtig. Und dann eben ja, Intuition zu koppeln mit Daten. Ich glaube, so ein System zu haben, wie man halt Dinge testet, ist, macht sehr viel Sinn. Ist schon, glaube ich, eine schlaue Sache. So. Anstatt wild jetzt irgendwelche Dinge auf seine Seiten zu ändern mit der Intuition, dass das jetzt die User Signals oder die Suchintention verbessert. Andererseits sollte man jetzt auch nicht nur datengetrieben arbeiten und obwohl man dann vielleicht eine Click-Through-Rate-Verbesserung von 5% hat, das aber zum Beispiel komplett das Brand-Design von der Seite auseinanderwirft, weil jetzt die Call-to-Actions so krass einen Kontrast mit dem Rest der Farben der Seite darstellen, bedeutet jetzt nicht unbedingt nur, weil man 5% mehr Klicks hat, dass das unbedingt was Gutes ist. Da würde ich dann sagen, hey, lass lieber schauen, dass die Brand Identity einheitlich bleibt. Und ja, da dann eben Intuition mit Daten zu koppeln. Wie sieht denn die Zukunft aus, meiner Meinung nach? Wird jetzt User Signals quasi den Thron von Backlinks übernehmen und für immer der wichtigste Ranking-Faktor sein? Vielleicht bevor ich darauf gerade eingehe, wie stehe ich denn jetzt noch zu dem Thema Backlinks? Also das, ich sag's mal so, es ist allein schon eine These zu behaupten, dass Backlinks nicht mehr der wichtigste Ranking-Faktor ist und jetzt User-Signals auf einmal so wichtig sind. Allerdings sehe ich oder observiere ich einfach bei eigenen Projekten, wie wichtig User-Signals sind. Also es gibt sehr viele Leute, die behaupten, die stellen dann die These auf, ja, mit Links kommt man auf die erste Seite. Und auf der ersten Seite musst du dann dich wirklich beweisen und zeigen, was deine Seite so drauf hat. Und da gewinnt dann eben entsprechend die beste Seite. Mit dieser These stimme ich im Großen und Ganzen überein. Das merken wir einfach bei sehr kompetitiven Keywords, dass es halt wirklich so ist, dass man mit Links gut auf gute Position der zweiten Seite oder ganz unten auf die erste Seite kommt. Und dann ja, stellt sich halt heraus, wer das beste Suchergebnis hat und der rankt dann auch am weitesten oben. Anders sehe ich es bei Shady Nischen, das habe ich jetzt auch schon 10.000 Mal wahrscheinlich angesprochen in x verschiedenen Podcasts und YouTube-Videos. Also bestes Beispiel, was ich immer wieder nennen kann, ist halt die aufblasbare Whirlpool-Nische. Zunächst einmal muss man verstehen, dass es da eben nicht so eine große Menge an geilen Suchergebnissen gibt und alle irgendwie generisch und gleich kacke sind. Und dass eben eine Nische ist, wo Google halt eben sich nicht so viel Mühe gibt, sage ich jetzt mal, wie in anderen Nischen, die eben mehr Suchanfragen oder ein höheres Risiko für den Verbraucher darstellen. Und das sind halt so typische Nischen, wo man auch jetzt immer noch und wahrscheinlich auch noch in 10 Jahren mit Backlinks extrem krasse Ranking-Verbesserungen erzielen kann. Allerdings ist das halt wirklich nur in diesen, ja, ich sag mal, in diesen Nischen, die halt sowieso anders von Google behandelt werden. Allerdings merke ich schon, hey, User-Signals sind verdammt nochmal wichtig.
Und wie gesagt, in den meisten Fällen ist es meiner Meinung nach, aber auch in Meinung von sehr vielen anderen SEO-Experten, mittlerweile der wichtigste Ranking-Faktor und übernimmt einfach Backlinks und übernimmt einfach On-Page und Technical, weil halt User-Signals direkt zeigen, ob denn ein Suchergebnis jetzt geil ist oder nicht. So, und damit leite ich jetzt mal kurz weiter zu die Zukunft von User-Signals. Werden die auch noch in 10, 20 Jahren so wichtig sein? Zunächst einmal meine Prognose, wie überhaupt die Search der Zukunft aussehen wird. Das habe ich auch bereits beim YouTube-Video Suchintentionen verstehen und verbessern angesprochen. Ich glaube, also Google wird immer schlauer und weiß immer mehr über uns, weiß immer mehr basierend auf den Daten, die halt Google so sammeln kann, historischen Daten, wie unser Suchverhalten, wie allgemein unser Verhalten so ist, was wir wollen, woran wir interessiert sind, was wir nicht wollen, wie wir uns verhalten. Und je schlauer Google eigentlich wird und je mehr wir technologischen Fortschritt haben, um das eben auch auf personalisierter Ebene machen zu können, weil der Richard handelt anders als der Roman, handelt anders als der Ricardo. Je schlauer Google einfach wird, desto mehr werden wir ein personalisiertes und auch ein, wie soll ich sagen, ein vorhergesehenes Suchempfinden haben, wie wir es jetzt vielleicht gerade haben. Und ich glaube, die Zukunft von der Suche wird so aussehen, dass jeder, ob es jetzt Google, Amazon oder was es ich sein wird, Apple, wird jeder so sein Smart Homie, sein Smart Gadget mit sich dabei haben, der ganz genau weiß, wie der Alltag von einer Person aussieht, was er will und wie er handelt. Und dieses Smart Gadget dann entsprechend schon bevor man seine Interesse oder seine Frage an Google stellt, ganz genau weiß, was man überhaupt will. Und das eben so krass radikal personalisiert. Und da denke ich mir, zunächst einmal weiß ich überhaupt nicht, ob die Suche so in 5 bis 10 Jahren noch so sein wird, wie es jetzt vielleicht ist. Vielleicht wird es dann nicht mehr 10 Suchergebnisse geben, sondern nur noch eins und wir bekommen nur noch das beste Suchergebnis passend für uns zu sehen und keinen anderen mehr. Allerdings denke ich mir, dass eben User Signals weiterhin die Zukunft sein werden. Denn woran wird denn Google auch weiterhin festmachen, was wir gerne konsumieren und was nicht? All basierend darauf, was wir gerne machen und was nicht. Und das misst man halt an den User Signals. Also ich glaube, dass User Signals der wichtigste Ranking-Faktor sein wird und sich Google dann entsprechend diese User Signals als Basis nimmt, uns entsprechend zukünftig noch personalisiertere Ergebnisse zu zeigen. Und das spricht dann eigentlich echt voll und ganz nur in die Karten von User Signals, dass eben Google weiterhin uns nur die besten Suchergebnisse halt zeigen will. So, jetzt wiederhole ich mich, glaube ich, fast schon. Auf jeden Fall in dieser personalisierten und vorhergesehenen Suche, wie ich es prognostiziere, wird das halt basierend auf den User-Signals sein, die wir in der Vergangenheit so abgelassen haben. Von da denke ich mir, wird User-Signals noch mega wichtig für die Zukunft sein. Ich glaube, das war es jetzt mehr oder weniger zum Thema User-Signals. Halten wir nochmal fest, Backlinks waren damals revolutionär, weil kein anderer Suchmaschinenalgorithmus es hinbekommen hat, Suchergebnisse irgendwie nach Beliebtheit zu sortieren. Und Google waren halt die Ersten, die das hinbekommen haben. Die Aufgabe von Google bleibt jedoch in 2020 weiterhin, den Usern das beste Suchergebnis zu zeigen. Und da sind halt Backlinks jetzt nicht mehr so ganz wirklich relevant, weil halt keine Sau in einer Mobile-First-Welt WordPress aufmacht und dann irgendeine Seite verlinkt. Dann, was gibt es für User-Signals? Bounce Rate, Dwell-Time, Pages per Session, Back-to-Serp-Rate, Less-Click-Rate. Die sind alle, kann man alle mehr oder weniger pauschalisieren, was gut und was schlecht ist. Allerdings nur bedacht und öftermals muss man sich halt verschiedene Keywords halt spezifisch nochmal anschauen, wie da die User Signals zu stehen. Man kann User Signals
Bounce Rate, Dwell Time on Pages per Session messen, allerdings nicht Back-to-Serp Rate und Last Click Rate. Man kann es auch nur schlecht mit der Konkurrenz vergleichen, außer mit Google Ads. Und verbessern tut man es, indem man die Suchintention besser trifft und ja die Zukunft in einer personalisierten, vorhersehbaren, AI-getriebenen, auf unseren User Signals Suchzukunft. Ja. Alright, das war's mit der heutigen Podcast-Episode. Finde ich, war ein richtig cooles Thema und ich liebe es, darüber zu reden. Let me know, was eure Meinung zum Thema User Signals ist. Würde mich auf jeden Fall mega interessieren. Schreibt's, wenn ihr es auf YouTube anschaut, in die Kommentare. Ansonsten joint die Marketing Hope SEO Community und postet's da rein oder schreibt mir eine Nachricht auf Facebook. Ja, das war's mit der heutigen Podcast-Episode. Bis zum nächsten Mal. Dein Richard. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dir diese Podcast-Episode bis zum Ende angehört hast. An der Stelle will ich dich aber noch auf zwei weitere Dinge aufmerksam machen, nämlich Punkt Nummer 1, unsere Marketing Hope SEO-Community. Wenn du noch weitere Fragen zum Thema SEO hast oder andere SEOs kennenlernen willst, ist das eigentlich so der perfekte Ort. Und ja, die ist selbstverständlich komplett kostenlos. Einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung oder YouTube-Beschreibung klicken und dann der Facebook-Community beitreten. Und als zweites unser Marketing Hope SEO Lab. Das ist der Ort, wo wir unsere SEO-Dienstleistungen anbieten. Zum Beispiel Forenlinks für 7,99 Euro, Content-Erstellung ab 2,4 Cent pro Wort. Und ja, das Interessante ist halt, dass das genau die Dienstleistungen sind, die wir auch für unsere eigenen Projekte verwenden. Sprich, wenn du jetzt dort Content bestellst, kannst du dir sicher sein, dass das ein Texter ist, der auch für unsere eigenen Projekte arbeitet. Von daher legen wir da auf jeden Fall sehr hohen Wert auf Qualität. Und ja, da findest du alles von Forenlinks bis Content, Outreach-Links, sogar Audits und SEO-Consulting mit mir persönlich. Von da schau da auch mal rein, auch hier an der Stelle in der Podcast-Beschreibung. Und ja, hoffentlich hörst du beim nächsten Mal wieder rein beim Marketing Hope SEO-Podcast.